Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, die Stiftshütte ab 2. Mose 25. Aus dem Buch Schritte durch die Bibel. Teil 37. Leitvers Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Um sich näher mit der Stiftshütte zu befassen, wird die Lektüre eines guten Buches empfohlen, zum Beispiel Georg Erbrinke, die Stiftshütte, oder Paul F. Kine, das Heiligtum Gottes in der Wüste. Es wird hier im YouTube dann einiges dabei noch hier verlinkt. Es wird hier unmöglich sein, dies höchst interessante und inhaltsreiche Thema voll auszuschöpfen. Doch sollte man in der Lage sein, den Zuhörern wenigstens einen gewissen Überblick über Bau, Bestimmung und symbolische Bedeutung der Stiftshütte zu vermitteln. Römisch 1. Ihre Bestimmung, eine Wohnstätte Gottes inmitten seines Volkes. A. In der Vergangenheit. B. In der Gegenwart, C. in der Zukunft. Diese Schriftstellen werde ich nicht lesen, die kann man nachher ja alles ausdrucken und dann studieren. Zweitens, ein Zeichen der Gegenwart Gottes unter ihnen, erkennbar an der Wolken- und Feuersäule, die auf der Stiftshütte ruhte. Viertens, 4. Mose 9, Vers 15, ein Ort für die Opfergaben des Volkes, ein Zelt der Zusammenkunft, wo die Kinder Israel in Gottes Gegenwart traten. Fünftens, eine Vorschattung der wahren Stiftshütte, Christus. Römisch 2, ihr Bau. Zeichne eine Skizze und verwende Dias, um die große Sorgfalt zu verdeutlichen, die Gott auf die Übergabe des Planes an Mose verwandte. Erstens, der Bau, A, der äußere Vorhof mit seinem Eingangstor, B, das Heiligtum, C, das Allerheiligste. Zweitens, die Einrichtung. Im äußeren Vorhof der Brandopferaltar, das Waschbecken, B, im Heiligtum der Schaubrottisch, der Leuchter, der Räucheraltar, C, im Allerheiligsten die Bundeslade, der Gnadenstuhl, insgesamt 7 Stücke. Drittens, die Bedeckung der Stiftshütte aus Dachsfell, rot gefärbten Widerfell, 11 Teppiche von Ziegenhaar, 10 Teppiche kunstvoll aus Baumwolle mit Purpur und Karmesin gewoben. Römisch 3. Ihre Bedeutung, alles weist auf Christus hin. Erstens, das Tor im Vorhof. Jesus ist die Tür, er ist der Weg. Beachte seine Breite. Der Herr ruft alle zu sich. Zweitens, der Brandopferaltar. Jesus, unser Opferlamm. Drittens, das Waschbecken zur Reinigung der Priester. Ein Bild für die reinigende Wirkung des Wortes Gottes an den Seinen. Viertens, der Schaubrottisch, Jesus, das Brot des Lebens. Fünftens, der Leuchter, Jesus, das Licht der Welt. Sechstens, der Räucheraltar, das Bild der Anbetung. Der Gläubige betet den Vater durch den Sohn im Heiligen Geist an. Siebtens, der Gnadenstuhl. Die Gemeinschaft mit Gott gründet sich auf das vollbrachte Opfer Jesu Christi.